Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Tunic. Und in der letzten Folge haben wir diesen Tempel hier geschafft. Dort haben wir auch diese riesige Maschine gekillt. Und jetzt sind wir hier. Ich wollte mal gucken, ich habe mir eigentlich irgendwas Neues bekommen hier in unserem Tagebuch. So eine... Keine Ahnung, was ist. Aber man sieht ja, wenn man hier rauf guckt auf der Oberwelt, dass wir diese Steine immer jeweils runter machen müssen. Und das müssen wir, glaube ich, auch machen. Aber was wir machen müssen auf jeden Fall ist, wir haben nämlich... Oh, warte. Wir haben ja diesen roten Stein bekommen, den man hier gar nicht sehen kann. Ah, da oben sieht man das, in diesem Sechskant oben. Den müssen wir, glaube ich, zurückbringen in diesen Bereich. Ich weiß nicht, was für ein Bereich das ist, aber ihr wisst es, glaube ich. Genau, da müssen wir hinbringen. Hier machen wir die Waffe wieder drauf. Und das versuchen wir jetzt mal. Ich wollte nur einmal kurz bei den Sachen gucken, ob wir da irgendwas übersehen haben. Also wir können ja, wie man sieht, können wir ja diese Türme runter machen, damit sie Saft bekommen, beziehungsweise hoch machen, damit die Saft bekommen. Und wir haben ja auch so Karten bekommen. Bloß ich weiß nicht, was bedeuten die Karten denn? Wir haben auch eine Karte bekommen. Seht ihr das? Ich muss so, zeigt euch die Karte mal. Ja, warte mal. Haben wir die hier bekommen irgendwo? Kann man die hier sehen? Warum kann man die hier nicht sehen? Wir haben so eine Karte eingesammelt. Und die ist hierfür gedacht. Kann man hier drauf drücken und passiert da was, wenn wir da länger auch üben? Ah, okay. Okay. wo sind wir jetzt hier? Hochlaufen? Ach, da ist sie. Also sie macht aber nichts, okay. Okay, wir können immer wieder zu hier hinkommen in diesem Bereich. Bringt uns das was? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir von da beamen konnten, dann können wir doch auch. Können wir auch hier hin beamen? Anscheinend. Wo landen wir da? Was ist das hier? Hier ist ein Schwert. Das kriege ich nicht, ne? Nee. Okay. Okay. Dann gehen wir mal hier rauf. Wo kommen wir da hin? Ach, guck mal. Hier waren wir doch schon mal. Huch. So ein paar Gegner. Okay, aber hier wollen wir auch nicht hin. Mhm. Entschuldigung. Hier waren wir ja schon. Macht doch keinen Sinn, das da jetzt nochmal hinzueiern. So. Das ist so ein Portal. Das ist natürlich cool. Da brauchen wir nicht mehr diesen ganzen weiten Wege laufen. Das Portal ist noch nicht offen hier. Oder kann ich schon was machen? Nee. Aber hier ist noch ein Portal. Vielleicht das hier? Zerstört das Bibliotheksanbau. Okay, ah, komm, hier gehen wir rein. Diesen Speicherstein. Speichern wir direkt. Kannst du mal hier weitermachen? Zumindest können wir hier hin. Und hier waren wir noch nicht. Okay, wie man sieht, hier in der Mitte des Bildschirms, seht ihr diesen Strich? Das ist wahrscheinlich eins von diesen, die mit Energie versorgt werden müssen. Und das müssen wir bestimmt machen. Also, lass uns mal gucken, ob wir das machen können. Dann macht es ja mehr Sinn, obwohl können wir erstmal nach oben gehen und gucken, was hier oben noch was ist. Da ist zum Beispiel ein Loch. Ein Loch, ich meine Höhle natürlich. Ne? Von hier kommt ja schon Strom, wie man sieht. Ach, guck mal, da waren wir schon. Das ist die andere Seite. Ah, okay. Aber da ist auch irgendwas. Ich kann hier runtergehen. Okay. Nee, warte mal, geh mal zurück. Kann ich aber nicht hier runtergehen? Kann ich auch da hinten hochgehen oder nicht? Also nicht hoch, sondern hier rübergehen. Ist hier noch irgendwas? Oh. Wo. Haben wir schön Dinger verbraucht, aber egal.
Hier waren wir ja schon eigentlich, ne? Theoretisch. Aber hier können wir auch hochgehen irgendwo. Hier waren wir ja schon mal, auf jeden Fall. Hier waren wir auch schon mal. Ja, okay. Hier waren wir schon mal, dann lass uns mal wieder zurückgehen. Das ist ein alter Abschnitt hier. Aber es ist gut zu wissen, dass es hier immer so kleine, kleinere Wege gibt. Also wir müssen in diese Richtung. Definitiv. Gut, wenn wir schon hier sind, dann speichern wir gleich nochmal. Dann haben wir alles wieder neu, voll. So. Und dann geht es direkt hier runter. So. Ah, hier gehen wir nicht runter, okay. Dann gehen wir auf der anderen Seite runter. Oh, hier. Kann ich ins Wasser gehen? Nee, nur an der Kante hier. Okay. Aber hier, ah, hier. Hm. Diese Haken, da kann man bestimmt nachher sich mit einem Seil rüberschwingen oder so. Warte ab. Dann geh ich hier mal rein. Geht nicht. Warte, da kann ich hier reingehen? Geht hier irgendwo? Nee. Ich glaube, die sollen wir gar nicht killen, oder? Ja, vielleicht doch. Weiß nicht. Ah, guck mal, hier ist so ein. Ist da schon mal so ein komischer Vogel? Okay, da haben wir schön Sachen verballert. So ein paar Pilze. Kann ich hier runter? Kann ich hier laufen? Auf dem flachen Wasser vielleicht? Ah, guck mal hier. Sah auch schon so aus, wie es mal links konnte. Ah. Guck mal. So. Oh, dann kann man hier. Nein, hier drüben nochmal runtergehen. Können wir die Leiter hochstellen? Das können wir bestimmt nicht, ne? Das konnte man aber anderen ja auch nicht. Doch, kann man tatsächlich. Sehr gut. Jetzt haben wir hier schon noch eine Abkürzung. Also, mehr oder weniger eine Abkürzung. Wieder so ein Haken. Diese blöden Fliegedinger habe ich gefressen, ne? Die sind echt ätzend. Guck mal, da ist noch ein Koloss. Können wir da hin zu dem? Ah, nicht direkt. Hier irgendwo hoch. Ja, hier ist eine Tür. Die kann man nicht aufmachen. Okay. Guck mal, kann ich durch. Okay, dann gehen wir auch hier hoch. Drüben ist eine Kiste, die holen wir uns nochmal schnell. Guck mal, diese riesen Krabbe da oben. Okay, wir haben so ein Kärtchen bekommen. Wofür die Kärtchen sind, weiß ich immer noch nicht. Können wir da rüber? Nee, können wir tatsächlich nicht. Schade. Ich komme da nicht rüber. Nee, okay, dann müssen wir wieder runter. Okay, dann war es nur ein kleiner Geheimweg hier, der uns in die Ehre geführt hat. Wir kommen hier nicht längs. Okay, wir müssen gucken, ob es einen anderen Weg gibt dahin. Hier auf jeden Fall nicht. Ah, warte mal. Es gab da noch einen anderen Weg hier, und zwar. Ach, doch nicht, schade. Ah. Zurück hier. Gehen wir hier nochmal runter. Hier waren wir schon, aber gibt es da noch einen Weg, wo ich da rüber kann vielleicht? Hier über das Ding. Ist ja Quatsch, da war ich ja gerade, ne? Oh Gott, oh Gott. Bin schon total verwirrt hier. Okay, dann gehen wir nochmal hier oben längs. Ich glaube, ich habe keinen Schlüssel.
glaube, Schlüssel habe ich leider nicht. Hat der gerade die Steine weggeballert hier oder waren die schon vorweg? Ich weiß nicht. Jetzt geht's hier hoch. Kann man hier hochkommen? Ja, okay. Da ist eine Kiste. Eine große Kiste. Nee, doch nicht. Aber eine Kiste. Münzen. Aha. Ein Geheimweg. Da ist, liegt der Schlüssel da drüben. Seht ihr den? Wie kriegen wir den? Das ist die Frage. Wie kriegen wir den? Hör mal hoch. Ist zumindest nicht in der Nähe des Schlüssels gerade. So ein Hakenkram, da können wir nichts mehr anfangen. Wir können ja nicht rüber über so einen Haken, leider. Okay, lass uns mal gucken, wo geht's hier hin? Huch. Geht einfach nur runter. Mhm. Weiter runter. Also hier hat das doch irgendwas mit diesen Haken zu tun, weil hier sind so viele Haken. Also finden wir bestimmt irgendwas, was wir hier nutzen können für diese Haken-Sache. Denke ich. Glaube ich. Bin mir ganz sicher. Froschdomäne. Okay, pass auf, die haben wir. Und zwar Froschdomäne, da. Hier gibt es wieder zwei Türen und ich bin da. Seht ihr, der Fuchs? Okay. Noch eine Ausbildung, sie greifen wachsend an. Gut ausgerüstet, versucht immer dreimal anzugreifen. Wir haben Haken auf ihrer Zunge. Okay. Können hier noch nichts machen, großartig. Nee. Gut, ich weiß mir links. Zumindest eine Speicherstelle hier, die werden wir mal nutzen. Yes. Okay, da unten sind ein paar Gegner. Sitzt irgendwie so ein Viech auf dem Thron da unten? Okay, von hier unten die alle abzuschießen, dauert ein bisschen zu lang. Wir müssen da irgendwie anders hinkommen. Das kommen wir auch noch. Aber wir haben zumindest einen schon mal gekillt dort. Wir machen gerade ein schönes Blubberbad hier. Können wir die da drin killen? Wir probieren es trotzdem auch weiterzukommen so. Ich hätte natürlich jetzt mal neu aufladen können und die safer killen, aber egal. Da habe ich rangesaugt, habt ihr das gesehen? Wollen wir die Köpfe abhauen, ne? Und bauen die irgendwelche Skulpturen, ne? Halt! Kommt man durch irgendwie, es wäre so ein Geheimgang. Kann hier links gehen? Ist hier noch ein Weg? Warte mal kurz den Greifer von innen. Warte, wir gehen erstmal hier links. Thank you.
Beere. Drüben ist Gegner. Achso, ich hätte auch diesen Weg gehen können, okay. Schützen mit seinem Schild. Geht eigentlich recht gut. Also das Schild immer nutzen, Leute. Das macht schon Sinn. Ist hier irgendwas Besonderes? Ne, ich hätte jetzt gedacht, weil das so ausgespart ist, ne? Oh, warte. Oh. Nein! Okay. Die sind ein bisschen härter. Ah, nochmal. Verdammte Axt. Was ist denn jetzt gerade passieren, ey? So. Okay. Mal hier hinten rum längs, dann können wir von hinten immer killen. Weil einen können wir auf jeden Fall platt machen schon mal. Dann haben wir nicht gleich zwei, die uns da das beschwerlich machen. Ja, mal hier. Oh, komm schon, jetzt wollt ihr mich verarschen? Wieso? Der nervt mich gerade. Kolossal. Zweimal, einmal. Einmal hätte gereicht, du Affe. Na gut. So. Das Schwert kriegen wir aber nicht, ne? Ne. Also wir essen nochmal die Beere. Können wir nicht durch, ne? Da ist der Schalter, okay. So, unten längs gehen. Schnell mal die Magie einsammeln und den Schalter gedrückt. Okay, da können wir wahrscheinlich später auch einfach, wenn der Schalter eh gedrückt ist,
Kann man doch die Abkürzung da hinten nehmen. Wir müssen uns nicht mehr mit den Gegner abmühen, falls wir jetzt sterben sollten. Ich lasse die Tür auf. Ich bin trotzdem kurz hier hinten hin erstmal. Leiter. Gehen wir nochmal hier hoch kurz, gucken, wo wir landen. Ach, guck mal. Cool ist das denn? Wisst ihr was? Wir können direkt speichern hier noch einmal. Haben wir alles voll wieder. Hey! Wir sind ja nicht dumm. Wir sind ja nicht dumm, ne? So. Okay. Oder? Das ist doch perfekt. Springen können wir nicht, das macht aber auch nichts. Geht es nicht unten längs? Da ist noch eine Truhe, die nehmen wir noch mit. Oh, wir können uns nachher wieder verstärken hier. Beziehungsweise, das machen wir jetzt sofort gleich schon wieder. Weil stärker, stärker und stärker und stärker ist immer besser, oder? Ich frage mich nur, warum. Na gut. So. Definitiv. Perfekt. Besser geht's doch nicht. Und dann machen wir auch die Magie gleich ein bisschen höher. Das Geld haben wir auch noch, ne? Ja. So, ich speichere die ganzen Kram nochmal kurz. Ich weiß, wir müssen die drei Frösche hier nochmal platt machen, aber das kriegen wir auch hin, oder? So. Schlammbad durch. Hier runter. Man weiß ja nicht, was sich hier hinter diesem Tor erwartet. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir uns ein bisschen stärker gemacht haben. Mal hier. Das Südgewölbe. Bereits gestohlen. Oh, der Stein wurde schon gestohlen hier. Das ist natürlich schlecht für uns. Denn wir brauchen den ja. Wer kann es gestohlen haben, ist die Frage. Da muss ja noch andere Wege geben hier, ne? Oh. Schon gestohlen. Das heißt, irgendeiner hat unseren Kram hier schon weggemacht. Jetzt ist die Frage, wo wir längs müssen, um. Wir sind ja schon alle Wege abgegangen, oder? Also die meisten? Punkte holen wir uns einfach mal so ab nochmal. Also welchen Weg gab es denn dann noch? Müssen wir ganz kurz schauen. Wir waren hier oben, waren wir auch noch. Hier oben waren wir noch gar nicht, ne? Okay, dann liegt es hier oben vielleicht noch nichts. Ach, guck mal, da oben geht es auch hoch. Thank you.
Hier ist nur eine Kiste. Okay, aber einen anderen Weg gibt es hier nicht, ne? Doch, da. Aha. Okay. Ah, okay, haben wir zwar was gefunden, aber das ist nicht das, was wir suchen. Ist da noch ein Weg? Ne. Okay. Ah. Können wir kurz die Karte gucken? Da sind wir. Da ist das goldene Tor, wo wir reingegangen sind. Das wurde schon gestohlen. Neben dem goldenen Tor kann man auch noch runtergehen, wie man sieht. Und dann kommt man da oben noch hin. Da waren wir noch gar nicht, oder? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Das andere war alles. Okay, lass uns da nochmal hingehen, in dieses andere Gewölbe da. Aber da sind wir, wie kommen wir da noch runter? Ist die Frage, ne? Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht hin, oder? Die Brücke ist ja abgestürzt da. Aber das zeigt er mir, okay, warte mal, da müssen wir nochmal zurück. Ich habe eine Idee. Guck mal, da kommen wir noch runter. Oh, verdammt. Alter, wie gefährlich. Oder? Ich glaube, schon ein bisschen gefährlich hier. Das ist eine Kiste. Dynamite. Okay. Ah, jetzt kommen wir von der Seite. Okay. Können wir die Brücke runterlassen? Hier rüber. Ah, guck mal. Warte mal. Dann kommt noch mal runter. Gekillt. Und was ist das hier? Ah, okay, warte. Den rüsten wir mal aus. Geil. Geiles Teil. Okay, das war auch klar, dass wir den jetzt irgendwann bekommen. Das andere wäre ja auch irrsinnig komisch gewesen. So. Jetzt sind wir hier. Das ist cool, dass man das ist auch, dass es auch nach oben geht und nicht nur geradeaus oder so, ne? Das ist natürlich cool, dass man ein paar Etagen überspringen kann, so. So, jetzt können wir hier, wenn wir hier rausgehen, können wir da irgendwas machen mit diesem Ding? Greifarm war doch da irgendwie, ne? Genau. Cooles Ding. Cooles Ding. Das ist schon wieder lässig, ne? Also das mag ich ja. Aber ich kann noch um die Ecke gehen.
Ah, kommen wir jetzt hier hoch vielleicht auch? Ja, sehr gut, das machen wir jetzt. Dann haben wir wieder ein weiteres, wie nennt sich das, Portal, wo wir hinbeamen können wahrscheinlich. Lass mal gucken. Hier drauf können wir nichts machen, ne? Ne, hier beamt es nicht. Wir können mal gucken, wo wir sind. Aber die Statue hat Energie bekommen da hinten. Das heißt, wir können da jetzt auch speichern. Gehen wir mal direkt hin. Ja, wir können jetzt hier rüber. Nein! Oder können wir die auch benutzen? Aha! Das ist natürlich sehr lässig. Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen für heute. Haben wir schon mal diesen Arm bekommen und dann versuchen wir mal rauszufinden, wer diesen Stein geklaut hat beim nächsten Mal. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.